If I were a carpenter. Hallo und herzlich willkommen bei der Chaoswerkbank. Heute möchte ich euch meine Variante für einen Victorinox-Gürtelclip vorstellen. Es gibt ja schon so ein paar Ideen, zum Beispiel diesen Gürtelanhängerclip direkt von Victorinox oder die Schlüsselringkupplung. Die gibt es auch von Victorinox, aber auch von anderen Anbietern. Dann gibt es noch den Aufklebbaren-Clip von Night Eyes und ich habe auch schon welche gesehen, die haben den Clip direkt in die Griffschale reingeschraubt. Ja, hat mir alles nicht so besonders gut gefallen. Ich habe eine abnehmbare Lösung erfunden, auf der Basis von einem Metallgleiterbügel. Zwar habe ich meinen Bundeswehr-Victorinox genommen und einfach so ein bisschen rumgebogen mit dem Teil. Und dann kam der Prototyp quasi raus. Das war das hier. Und das hat wirklich schon echt gut funktioniert. Also da kann man gar nichts sagen. Das hat ja, funktioniert einfach. Man kann es in die Tasche stecken, es hält. Das Einzige, was war, es hat sich immer seitlich verdreht. Naja, dann dachte ich mir, ja gut. Dann nehme ich halt einfach nochmal die gleiche Basis und habe hier an der Seite so eine Art Sicherung eingebaut. Durch so eine U-Biegung, eine U-förmige Biegung. Jetzt dreht sich da nichts mehr. Er sitzt fest und stabil. Man kann ihn jederzeit abnehmen. Stört jetzt auch nicht in der Hand. Also das ist überhaupt kein Problem. Funktioniert echt hervorragend. Man kommt auch an die Werkzeuge im Klingenrücken ran. Man muss halt vorher leider Gottes den Clip aufklappen. Gut, und in dem Fall geht es sogar ohne. Ja, funktioniert hervorragend. Wie gesagt, keine Einschränkung und er ist jederzeit abnehmbar. Das ist das Schöne an der Sache. Und ja, also wenn ihr Interesse habt, mache ich euch ein Tutorial. Und zwar mit diesem Messer. Das ist ein eigen, wie soll man sagen, ein Griffschalenumbau von mir. Oder hätte ich auch gerne einen Clip dran. Das wird kein Live-Tutorial oder kein Tutorial mit Film, sondern ich mache das mit Fotos. Ich fühle mich irgendwie noch nicht so weit, dass ich auf YouTube quasi das direkt so vorstelle. Deswegen mache ich das Ganze mit Fotos und einer Erklärung dazu. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran. Gut, dann bis gleich. Dankeschön, eure Chaoswerkbank. Tschüss. Und los geht's. Wir brauchen eine Kombizange, eine Rundzange, einen Drahtkleiderbügel oder einen Draht in vergleichbarer Stärke, also ca. 2,2 mm Durchmesser. Ein Victorinox-Messer mit Korkenzieher. Die Modelle mit dem Philips-Schraubendreher sind leider nicht geeignet. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Mit der Kombizange wird ein ca. 25 cm langes Stück Draht aus dem Bügel entnommen. Die leichte Biegung des Bügels am oberen Ende kann man gleich nutzen. Das leicht gebogene Ende wird in den Korkenzieher eingedreht und die Biegung muss recht exakt gearbeitet werden. Der Korkenzieher muss sich dann schon fast komplett schließen lassen. Man sieht es im Detail, das komplette Schließen folgt dann im nächsten Schritt. Genau jetzt machen wir eine 90-Grad-Biegung, die recht nah am oberen Ende des Korkenziehers erfolgt. Dann müsste es sich komplett schließen. Wenn nicht, habt ihr was falsch gemacht. Nun muss man den Draht seitlich über den Messerrücken biegen. Hier macht die Kombizange Sinn. Man braucht viel Kraft. Der Korkenzieher soll sich danach wieder komplett schließen lassen. Auf die Breite des Klingenrückens relativ gut angepasst, biegt man mit der Rundzange dann eine U-Form. Der Schritt verhindert später das Verdrehen des Clips. Mit einem Permanentmarker muss man jetzt die Stelle für die nächste Biegung markieren. Sollte leicht über dem Messerkorpus herausragen, der Clip benötigt am oberen Ende einen leichten Abstand von der Griffschale. Wenn man dann später den Clip an die Hose machen möchte, macht das einfach Sinn. Allmählich kann man den Clip schon erahnen, also man sieht schon, worauf es rausläuft. Die nächste Biegung passt den Clip an die Griffschale an. Da muss man jetzt vorsichtig arbeiten. Wenn das nicht stimmt, bekommt man den Clip nach dem Einschrauben nicht am Messerkorpus vorbei. Das ist das Problem. Man braucht 4 bis 4,5 cm, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
noch ein Knick nach oben und der Clip ist schon fast fertig. Damit der Clip besser am Griff aufliegt, bietet es sich an, hinten entlang zu biegen. Das sieht ihr jetzt dann im nächsten Bild, was ich meine. Genau, also man achtet auf die Überschneidung und der läuft jetzt quasi hinten entlang. Ja, jetzt muss man das Drahtende nur noch ein bis zweimal innen um den oberen Bügel des Clips umbiegen. Genau, das überstehende Ende kann man mit der Kombizange entfernen. Man kann mit einer feinen Stahlfeile oder einem Schmirgelpapier nacharbeiten, ein bisschen entgraten. Wenn man möchte, kann man den Clip jetzt noch etwas flach klopfen. Das verleiht ihm mehr Stabilität. Man sollte auf jeden Fall das Clipende mit der Kombizange ein bisschen hochbiegen, sonst kriegt man es nicht über den Stoff. Genau, auf der anderen Seite, also der Clip sitzt jetzt wirklich nahezu ideal. Er besitzt durch die Form einerseits Stabilität, ist aber dennoch ausreichend flexibel. Wenn man jetzt möchte, kann man die Form des Clips noch ein bisschen an die Griffschalen anpassen oder ja, wie man das halt möchte. Ja, das sind jetzt meine drei Victorinox-Modelle mit Clip. Ich bin mit allen dreien zufrieden. Die passen gut an die Hose. Es ist einfach so, es ist funktional, er stört nicht, er trägt nicht auf, er ist jederzeit abnehmbar. Ja, das ist der Do-It-Yourself-Clip. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute. Eure Chaos-Werkbank. Tschüss!